Im April war es erstmals 16-Jährigen in Thüringen möglich, ihre Stimme bei einer Wahl abzugeben. Eine erste Änderung des Wahlgesetzes. Allerdings ist das noch viel zu wenig, um künftig mehr Menschen an die Wahlurne zu locken, so der Verein Mehr Demokratie. Es genügt schon lange nicht mehr, nach einer Wahl, wenn man zur Kenntnis nimmt, wie niedrig die Wahlbeteiligung war, an das lange Klagelied noch eine Strophe über die niedergehende Wahlbeteiligung anzuhängen, noch eine Strophe über das sinkende Vertrauen in die demokratischen Institutionen und noch eine über den Zulauf, den rechtspopulistische Bewegungen haben. Da muss Politik und Zivilgesellschaft mehr einfallen. Ein Vorschlag: Künftig soll es neben den Kandidaten und Parteien auf den Wahlzetteln auch die Möglichkeit geben, seinen Protest zum Ausdruck zu bringen. Angekreuzt werden könnte dann: Ich lehne die Bewerber ab oder ich enthalte mich der Stimme. Wir wollen die Möglichkeit dem demokratischen Bürger eröffnen, dass er auch dann eine Möglichkeit hat, sich zu artikulieren, wenn er mit dem konkreten Angebot nicht einverstanden ist. Auf die Besetzung eines Parlaments soll die Proteststimme allerdings keine Auswirkung haben. Stühle bleiben künftig also nicht leer. Vielmehr sollen die Kandidaten merken, dass sie nicht den Willen des Wählers getroffen haben. Weitere Vorschläge: eine Absenkung des Wahlalters auf 14 Jahre oder gar eine Wahlpflicht. Getestet werden soll das zunächst bei Kommunalwahlen, wobei jede Gemeinde selbst entscheiden kann, ob sie es macht oder nicht. Die größte Regierungsfraktion findet viele Vorschläge gut, bezweifelt aber die Umsetzbarkeit. Ich glaube, Parteien tun sich grundsätzlich schwer mit Wahlrechtsreformen, weil sie irgendwie befürchten, dass jede Veränderung möglicherweise unkalkulierbare Folgen haben könnte. Ich sehe die Befürchtung nicht, aber bei einigen gibt es die halt. Die Kommunen als Experimentierfeld für neue Wahlpraktiken. Der Gemeinde- und Städtebund lehnt diesen Vorschlag ab. Ohne neue Wege zu beschreiten, werde es aber nicht gelingen, das Vertrauen in Wahlen und Parlamente zu stärken, so das Fazit von Mehr Demokratie.